Willkommen Leute zu einer Runde Minecraft The Haunted bzw. The Lab auf gommahd.net. Wir spielen jetzt hier, wie gesagt, The Haunted. Ein meiner Meinung nach sehr, sehr geiles Spiel auf dem gommahd.net Server. Ist sehr actionreich und sehr anspannend und gruselig. Boah, dauert diese Musik. Ich hab Kopfhörer auf. Ja, was geht's bei dem Spielmodus, erkläre ich jetzt. Und zwar, es gibt einen Verfluchten. Das ist der, der am Anfang da diesen Kopf da bekommen hat. Den ihr vielleicht gesehen habt, diesen Kopf. Also wo der am Anfang in der Mitte war, da muss man quasi hinrennen. Und wenn er den hat, dann ist er der Verfluchte. Und muss quasi uns alle anderen Spieler hier, so die normalen, so wie ich, versuchen zu töten. Und hat dabei noch extra Items, zum Beispiel Heilungs-Items, Bomben, kann die Leute einfrieren für gewisse Zeit oder also einmal oder so. Und ja, muss uns jetzt einfach versuchen, alle zu töten. Und wir, also alle anderen Spieler hier, die wir gerade gesehen habt, also diese anderen Spieler, die müssen halt versuchen, ihn zu töten, quasi gemeinsam als Team. Und dann wir sind hier einmal hier Blindheit und können nicht springen, also ich kann nicht springen. Und wir müssen halt versuchen, jetzt den Verfluchten gemeinsam zu töten, der aber keine Blindheit hat, das heißt, er kann uns sehen, alle. Also der sieht uns. Hallo. Wir sind zum Beispiel ein anderer Spieler jetzt halt, so wie ich. Guck, ich kann den auch jetzt nicht schlagen. Ja, genau, wir müssen jetzt diesen Verfluchten töten und den erkennt man daran, dass er so ein... Das ist halt quasi einfach nur so ein Skelettschädel. Mehr hat er nicht. Also den sieht man dann daran, dass er ein Skelettschädel ist. Aufhart, meine ich. Genau, und der sieht diese Map halt hier ganz normal. Also nicht so dunkel. Okay. Halt, die Musik ist schon voll mit Kopfhörern auf voller Lautstärke. Ist dezent. Oh, ist dezent gruselig, würde ich da mal meinen. Ja, okay, wo ist er denn jetzt mal? Kommt Mitte, ja. Ist er dort? Oder was, warum will er das in die Mitte kommen? Ich meine, der kann einfach eine Bombe hinschicken, kann es einfriesen, eine Bombe hinschicken, dann sind wir alle schon saulow und dann kann er uns total wegnatzen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht. Der kann übrigens, wenn er ganz auf die Leertaste drückt, ist er schneller als wir jetzt hier. Und er hat auch, wie gesagt, Licht, also das heißt, er kann die ganze Map ganz normal sehen. Vielleicht, wenn wir ihn töten, dann werden wir selber zu diesem Verfluchten. Und wenn wir ihn nicht töten, also wenn er uns tötet, dann sind wir halt ganz normal raus, einfach aus dem Spiel. Wo ist er denn mal hier? Gibt's ja nicht. Hallo. Übrigens habe ich gelesen, dass diese Musik hier im Hintergrund, dass die irgendwie von Kevin MacLeod ist, also den ja eigentlich wahrscheinlich sehr viele von euch kennen, wenn ihr auch YouTube macht, weil der macht ganz bekannte Hintergrundmusik generell einfach. Ja, so ist es. Das ist echt sau. Das ist ein cooles Lied so für, passt so perfekt. Das erinnert mich auch mega, mega an Slender eigentlich. Das ist ja auch, ich finde, das ist auch so ähnlich wie Slender oder vielleicht kennt es ein paar von euch noch The Hero Brian. Also ich finde, das ist mega ähnlich. Boah, ich gucke die ganze Zeit mal hinter mich, ob er da vielleicht irgendwie ist. Ja, und wie gesagt, man kann auch Artefakte aufsammeln, also quasi so wie Seiten bei Slender. Und wenn man, glaube ich, alle aufgesammelt hat, dann entweder sieht man dann den, also ist dann, kriegt man dann keine Blindheit mehr oder irgendwas passiert dann auf jeden Fall, also. Ich habe seit... Oh, nein, da ist er! Komm, stirb, komm! Ah, nein, er hat uns bekommen. Ah, jetzt habt ihr ihn aber mal gesehen. Ne? Ihr habt ihn jetzt gerade gesehen, also so sieht es dann einfach aus. Ich finde, es ist mega, mega cool gemacht. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt in eine neue Runde. Wenn die auch schnell losgeht, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt auch direkt. Ja, komm hier rein. Ja, okay, das ist natürlich auch so ein Texteffekt. Also der wird da am Anfang gefragt, ob ihr das runterladen möchtet. Und wenn ihr das runterladet, dann, wie gesagt, das sieht alles ganz normal aus, nur dass dann die Sounds quasi ergänzt werden. Oh je, oh je. Die FPS-Zahlen, ich merke das sofort, wenn es laggt. Oh, komm. Nein, wir sind es nicht. Ist der hier irgendwo? Oh, ich werde den Hand nehmen. Da ist er. Oh, der schickt da seine Bomben. Nein, das werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Huh, ich hab's überlebt. Ich hab's einfach überlebt. Boah, aber wie, ey? Mensch, oh Gott.
Ich hätte es euch jetzt echt gerne mal gezeigt, wenn ich mal der Verfluchte bin, wie es dann halt aussieht. Aber, naja. Ist schon schwierig, den zu töten, weil er halt so viele Heilungspotions und so hatten. Aber wir haben halt Rüstung, der hat zum Beispiel keine Rüstung, aber der hat ein Eisenschwert zum Beispiel. Also, das sind alles so solche Sachen. Ein Artefakt. So sieht es dann aus. Das ist einfach so ein Zettel in der Wand hier. Das ist halt eine Karotte jetzt, aber vorher war es ja ein Zettel. Genau, das hier rechts steht auch nochmal, wie viele Artefakte es noch sind. Also, es waren 7, jetzt sind es nur noch 6. Jo, und irgendwas passiert halt, wenn man sie alle aufgesammelt hat und entweder wieder dann sichtbar, also hat man quasi keine Blindheit mehr, würde ich jetzt, wenn finde ich, wäre eine Option, oder dass, er irgendwie, keine Ahnung, dass man irgendwie einen Kompass bekommt, den dann trackt oder so halt, dass man dann halt zu wem hin sich tracken kann oder irgendwie sowas vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ist hier ein Artefakt, nee. Ah, ne Spaß, aber... Kann man schon irgendwie echt meinen, dass das der ist. Finde ich. Oh, es ist echt, ich finde es echt mega spannend. Gott! Ich sollte, glaube ich, echt mal die Kopfhörer ein klein wenig leiser machen. Denn lange halte ich das nicht mehr durch. Ich glaube, ich muss gleich in die Anstalt. Oh. Hä? Seit wann kommt dann Ton? Hä? Okay, das ist so eine Art Fallschaden, oder? So, also wenn man halt quasi im Game-Mode ist und dann halt irgendwie aufsetzt. Hä, das ist doch nur ein Skelett, dass man da so Schaden quasi bekommt. Finde ich persönlich ziemlich komisch gerade, aber naja. Egal. Ich finde, die Artefakte zu finden ist auch irgendwie mega schwer. Wo ist er denn jetzt mal? Ich würde gerne nochmal irgendwie mit dem anlegen. Wenn ich ja wenigstens springen könnte. Oder ein bisschen schneller laufen könnte, weil wirklich sprinten ist das ja nicht. Was ist hier denn? Ist hier was? Nee. Oh, ein Artefakt. Ist stark auf jeden Fall. Es leben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Ja, mit mir. Wird spannend. Ich hab irgendwie Angst gerade. Ich weiß nicht, teilweise erinnere mich diese Musik auch an Outlast. Das habe ich ja auch mal gespielt. Ah, Artefakt. Du kannst keine Karotten einsammeln, finde Artefakte. Okay. Ich wollte es ja eigentlich auch gar nicht einsammeln. Komm, wo bist du? Ich töte dich jetzt. Okay, noch 3 Artefakte. Vielleicht finden wir einfach echt alle Artefakte. Das wäre sau cool. Dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Dum. Oh. Ja, 2 Artefakte noch. Komm schon, Leute. Nur noch 2 Artefakte. Wäre so cool, wenn wir die alle finden würden. Oh. Ist jetzt aber nicht zufällig irgendwas, oder? Nee. Ärgerlich wäre es, wenn ich das irgendwie... Ein Artefakt! 1 noch! Ich weiß nicht, wieso ich das gerade die ganze Zeit in den Chat schreibe, aber... Ich hätte jetzt einfach mal Lust drauf. Komm, 1 noch. Bitte, findet das jemand. Ich bin so gespannt, was dann passiert. Komm schon, 1. Oh, oh. Das ist ein Spieler. Wie viele leben noch? Leben noch ein paar. Komm schon, 1 Artefakt noch. Ich würde das so mega interessieren, was dann passiert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist bestimmt total gut versteckt oder so. Hä, diese Sounds. Da atmet so jemand, oder so klingt das. Also dieser Verfluchte ist auch jetzt irgendwie gerade ein bisschen, naja, ist eine AFK. War wir nicht hier gerade eben drin? Ich glaube schon, oder? Ja doch, das war das Haus. Wir müssen mal, glaube ich, mehr in die Häuser gehen, wegen den Artefakten und so. Ich hab da irgendwie... Oh Gott, Lex. Ich hab übrigens mal diesen Regensound hier ausgemacht, weil der mich eigentlich da ziemlich gestört hat. Wenn sie im Hintergrund immer so plätschert.
Komm schon, bitte, Artefakt, wo bist du? Wo bist du? Achso, ich habe das selber geöffnet. Boah, das ist so spannend. Artefakt hier? Nein. Was? Oh, was? Ich hab mich ein bisschen hochgetroffen. Da hat so eine Bad Bomb gesetzt. Oh. Moment. Ich bin gerade aus dem Vollbild geworfen, weil ich eingeschrieben wurde. Oh, wieder. Ich wurde wieder angeschrieben. Sonst macht mir das auch nichts mehr aus, wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat. Oh, ich werde hier gerade ein klein wenig zugespammt. Hallo? Oh, da war eins gehangen. Also vorher, jetzt ist ja nur noch eine Karotte quasi drin. Komm schon. Komm, ein Artefakt, ich muss es finden. Ich möchte mich interessiert, es so brennt, was dann passiert. Boah. Oh, oh. Oh oh. Oh, hä? Ich bin total erschrocken durch diesen Rauch da irgendwie. Komm schon. Komm her. Okay, entweder er greift mich jetzt an oder ich finde ein Artefakt. Ey. Irgendwas muss jetzt mal passieren, sonst halte ich das hier nicht mehr durch. Ah, hier waren wir schon. Die Map ist halt auch irgendwie sau cool, finde ich. Ich finde das richtig cool gebaut und so. Ah, ein Artefakt. Hä? Was? Da hängt doch ein Artefakt dran. Hä? Nein. Gib mir doch das Artefakt. Hä? Was? Was soll denn das jetzt hier? Nein. Nein. Komm. Nein. Was? Ich hab gewonnen quasi jetzt. GG. Ich bin jetzt der Verfluchte. Hallo. Also, wie gesagt, das wäre Heilung hier gewesen. Das wären zwei Granaten. Das ist Speed, da kann man quasi schneller rennen. Das ist eine Flederbombe, also da kann man dann so diese Fledermäuse dann explodieren. Und das ist ein Freezer, da konnte man die Leute einfrieren. Und das Eisenschwert haben sie hier auch ein bisschen überarbeitet, so zum Dolch. Ja, also so wäre das jetzt, also so ist es dann als. So wäre das jetzt als Ding gewesen, als Verfluchter, aber auch egal. Oh, Server laden alle. Okay. Da habe ich ja gerade noch geschafft, das aufzunehmen. Wahrscheinlich geht's jetzt gerade irgendwie nicht. Vielleicht wird es ewig geupdatet oder so. Cool. Gerade noch so geschafft. Gut, dann würde ich sagen, danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Mir hat die Aufnahme echt richtig viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Video wieder bei einem anderen Spielmodus. Und bis dorthin. Ciao.